Hallo ihr Lieben. So, wir haben noch mal einen Nachschlag mit unserem Kleid Solvay bekommen. Und ich bin ganz begeistert, euch heute einen ganz, ganz wunderschönen Print vorstellen zu dürfen. Das Kleid Solvay hatten wir ja ungefähr vor 4 Wochen. Das kam sehr, sehr gut bei euch an und ihr habt viel geschrieben. Gibt's das nicht nochmal und könnt ihr nicht nochmal andere Farben machen? Und wir haben es geschafft. Wir haben was Schönes für euch da. So, und zwar freue ich mich ganz, ganz doll, ich komme mal ein bisschen näher, euch diesen wunderschönen Print zeigen zu können. Ich finde diese Kreise, diese Kuller überall ganz, ganz toll. Und dann finde ich bei dem Kleidchen mit dem Print ganz prima, dass der Untergrund, schaut mal, ich komme noch mal näher, das sind immer so Cognac-Brauntöne. Ja, hier und hier, überall haben wir so diesen Cognac-Braunton, der sich eigentlich durch das Kleid zieht, zusammen mit dem Türkis. Das ist ja hier so ein Türkiston und ich finde, das macht die Haut schön. Und was ich auch ganz besonders toll finde, ist, dass wir also auch bei dem Print mit den Farben ganz prima die Chance haben, das später auch nochmal in den Spätsommer durchziehen zu können oder sogar bis in den Herbst rein, weil ich finde dazu dann eine Leggings oder ein Chelsea Boots oder ihr habt eine dicke, tolle Strickjacke in Cognac oder Brauntönen und das über dieses Kleidchen, das ist doch wohl ein Träumchen. Und das Kleid haben wir auch noch in einem Rosé-Ton, Alt-Rosé, und in einem Hellblauton. Und immer ist wieder dieser Cognac-Braunton der Untergrund. Also von daher, da könnt ihr wirklich ganz toll spielerisch dann das Kleid noch eine ganze, ganze Weile, auch wenn die Sonne nicht mehr scheint, wirklich gut, gut tragen. Wer das Kleid noch nicht kennt, ich zeige euch das nochmal. Also ich trage ja eine 38-40. In das Kleid kriegen wir definitiv eine 38-42. Ich zeige euch mal, was das Schöne hier an diesem Kleidchen ist. Das ist dieses Band. Und zwar, hier seht ihr, also da passt wirklich was rein. Das Ganze ist hinten als Gummiband. Ich zeige euch das, ich drehe mich. Dann seht ihr hier ist das Ganze als Gummiband. Das bedeutet, dass ihr also wirklich dann einfach auf eure Figur das Ganze binden könnt. Aber ich zeige euch nochmal, wie es jetzt ungebunden ist. Ihr seht, selbst wenn ihr es nicht bindet, hat das Kleid eine tolle Passform und dann kann man es einfach auf seine Bedürfnisse einfach noch zurechtziehen. So, tata, fertig bin ich. Ja, was gibt es noch zu dem Kleidchen Tolles zu sagen? Es gibt noch was sehr Wichtiges zu sagen, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, und zwar dieser Viskosestoff, der ist momentan, warum auch immer, wirklich so empfindlich wie eine Baumwolle. Wascht dieses Kleid, wascht generell Viskose kalt, ja, und schleudert es auch nicht tot, sondern wascht es einfach im Wollprogramm und wascht es kalt. Neulich sagte eine Kundin, ach, dann wasche ich es bei 30 Grad, das ist ja fast kalt. Nein, 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 das funktioniert tatsächlich nicht. Wir haben alles durchprobiert, von kalt über 20, über 30. Und bei 20 war es schon, oh je. Und bei 30, dann läuft es einfach im Ganzen ein. Und das wäre wirklich schade. Und da wir das ja wissen, geben wir das auf jeden Fall gerne an euch weiter. So, dann werde ich jetzt einfach mal ein paar nette Fotos von den anderen Farben für euch machen. Und schaut durch den Shop, stöbert ein bisschen. Es gibt viel, viel Schönes zu entdecken. Und eins habe ich noch vergessen. Ich bin eine 1,65 groß und ihr seht, das Kleid ist also knieumspielend. Ihr könnt es, also ich würde es auch als Kleid tragen. Ihr wisst ja, mein kleiner Shorty-Trick, ich trage immer ein Shorty drunter, dann fühle ich mich richtig wohl und gut angezogen. So, seht ihr, jetzt macht meine Emma schon Alarm, meine Nachbarin kommt. Also ich wünsche euch von hier eine ganz, ganz schöne Zeit. Ich drücke euch, genießt das Leben und passt gut auf euch auf. Und danke immer fürs tolle Zuschauen. Tschüss.